Hallihallo, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Spezial-Liebesorakel. Ja, das Jahr neigt sich schön langsam, aber sicher dem Ende zu und es ist jetzt, denke ich, an der Zeit, einen Ausblick in das Jahr 2018 zu machen. Machen wir sozusagen einen kleinen Ausflug, was im Jahr 2018 auf dich in der Liebe zukommen könnte. Dazu habe ich also drei Karten euch gezogen aus meinem Kartendeck Die Liebe, das offene Buch. Da schauen wir uns sozusagen das Jahreshauptthema, das zentrale Thema an. Dann habe ich für jeden Monat im Jahr 2018 zwei Karten aus dem Kartendeck Karten der Liebe gezogen und eine Karte für jeden Monat aus dem Kartendeck Karten der Partnerschaft. Die eine Karte ist immer so das zentrale Thema in dem jeweiligen Monat und dann die beiden anderen Karten, da schauen wir quasi tiefer rein, was sich in diesem Monat ereignen könnte. Ich muss dazu sagen, erstens einmal ist das eine allgemeine Legung und zweitens sollte man hier nicht jetzt wirklich Monat für Monat schauen, ja, sondern wirklich am Ende der Legung diese ganze Legung als Gesamtes betrachten. Denn wir wissen ja, im Universum gibt es keine Zeit und Zeit ist ja nur für uns. Aber damit wir uns ein bisschen besser orientieren können, habe ich hier quasi Monat für Monat ausgelegt. Es ist natürlich möglich, dass sich gewisse Dinge schneller ereignen oder dass gewisse Dinge, die vielleicht für einen Monat vorgesehen sind, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Ja, deswegen sollte diese Legung als Gesamtbild für ein ganzes Jahr betrachtet werden. Ja, nur so als Information. Jetzt habe ich für euch, starte ich jetzt gleich los mit dieser Legung. Das ist eine allgemeine Legung, wie gesagt. Und es gibt jetzt noch bis kommenden Freitag eine Aktion. Und zwar bekommt ihr von mir eine Jahreslegung für die Liebe, also diese ganz große Legung, wie Sie ihr jetzt hier sehen werdet, als Video zum Sonderpreis. Und zwar kostet normalerweise eine ganze Jahreslegung, denn die ist zeitlich sehr, sehr aufwendig und wir schauen da wirklich auf das ganze Jahr. Und da bekommt ihr jetzt diese Videolegung statt um 70 Euro um 50 Euro. Ihr bekommt eine ganze Jahresliebeslegung per Video um 50 Euro. Ab Freitag gilt wieder der Normalpreis, also 70 Euro. Ihr spart also jetzt 20 Euro. Und wenn du sagst, nee, ich möchte lieber diese Legung per Mail, da bekommst du dann eine PDF-Datei mit der Auswertung, bekommst du um 35 Euro statt 40 Euro. Ja, also das ist hier mein Angebot für dich, wenn du dich für die Jahreslegung interessierst, bis kommenden Freitag, wo ihr diese Legung buchen könnt, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Wartezeit ist zwischen 5 und 10 Werktagen nach Zahlungseingang. Ja, ich starte jetzt los und schaue mir jetzt mal so das Hauptthema an. Vielleicht kann es auf dich zutreffen, vielleicht auch nicht. Schauen wir uns mal das Hauptthema an. Und zwar haben wir hier, rechne mit einer Überraschung. Damit hast du nicht gerechnet. Na, das beginnt ja schon mal sehr, sehr gut, dass du eben hier im Jahr 2018 in der Liebe eine Überraschung bekommen wirst, mit der du so nicht gerechnet hast. Dann haben wir noch die Karte. Es ist die Dualseele. Das kann jetzt sein, entweder bist du Single und hast gar niemanden im Kopf oder du hast einen Wunschpartner. Auf jeden Fall wirst du hier eine Überraschung bekommen, was vor allem deine Dualseele betrifft. Wenn du sie jetzt vielleicht noch nicht kennengelernt hast, kann es natürlich sein, dass du diese vielleicht überraschend noch kennenlernen wirst. Das, wie gesagt, ist eine allgemeine Legung und alleine diese Karte garantiert dir bei einer allgemeinen Legung nicht, ob dein Gegenüber hier tatsächlich deine Dualseele ist. Wenn es denn tatsächlich so ist und dieses Orakel für dich bestimmt ist, wirst du
auf deinem Dualseelenweg eine Überraschung erleben. Bist du selber persönlich nicht auf dem Dualseelenweg, kann es sein, dass du eben deine Dualseele kennenlernen wirst, wenn du jetzt so gar nichts damit anfangen kannst. Und dann haben wir noch die Karte, es ist nicht mehr als eine Affäre. Das wäre ja widersprüchlich. Und vielleicht bist du deiner Dualseele schon begegnet, wo du vielleicht immer wieder das Gefühl hattest, dass es nicht mehr als eine Affäre ist. Aber weil ich hier als Eingangskarte die Überraschung habe, kann es durchaus sein, dass du vielleicht im Jahr 2018 erfahren wirst, wie auch immer, dass ihr beide eine sehr, sehr starke Verbindung habt und dass es eben nicht nur eine Affäre ist. Das wäre jetzt die eine Variante. Die andere Variante kann natürlich sein, dass wenn du momentan noch gar nichts mit dem Dualseelenthema zu tun hast und du vielleicht tatsächlich deine Dualseele kennenlernen wirst, ganz überraschend, ist es oft meistens wirklich so, dass es am Anfang nicht mehr als eine Affäre ist. Das hängt auch immer davon ab, wie lange du deinen Gegenüber schon kennst, ob überhaupt hier eine Dualseelenverbindung da ist. Nur wenn du damit noch nichts anfangen kannst, ist es oft am Anfang wirklich so, dass es manchmal nicht mehr als eine Affäre ist, eine gewisse Zeit lang. Ja, da musst du einfach schauen, wie weit bist du, wie kann das auf dich zutreffen. Hast du eben schon deinen Seelenpartner, deine bessere Hälfte sozusagen kennengelernt und du immer wieder auch geglaubt hast, da ist nicht mehr als eine Affäre, wirst du wahrscheinlich eines Besseren belehrt. Oder was natürlich die andere Variante ist, dass du vielleicht wirklich im Jahr 2018 erfahren wirst, dass es eben momentan mit deinem Gegenüber nicht mehr als eine Affäre ist. Was auch noch möglich ist, also ich bekomme hier drei Varianten sozusagen rein, dass du vielleicht geglaubt hast, dein Gegenüber ist deine Dualseele, aber es stellt sich heraus, dass es eben das nicht ist, sondern nur eine Affäre. Diese drei Möglichkeiten sehe ich jetzt. Du solltest natürlich auch realistisch betrachten, wie könnte das passen, was ist vielleicht auch nur dein Wunschdenken. Ja, also und wenn du dir nicht sicher bist, wäre natürlich eine private Beratung viel mehr wert für dich, ja, für dich individuell als wie eine allgemeine Legung. Denn ich kann, wie gesagt, diese Legung, das sage ich auch immer wieder dazu, nur verallgemeinern. Und sicherer bist du dir natürlich bei deiner individuellen Beratung und da kannst du natürlich bis kommenden Freitag ja, diese Jahreslegung als Aktion für dich buchen. Da schauen wir speziell auf dich, wenn du einen Wunschpartner hast oder einen Partner, brauche ich natürlich auch den Namen deines Gegenübers und dann schauen wir hier individuell auf dich. Möchtest du das nicht, dann solltest du dich natürlich oder wirst du irgendwie auch gezwungen, dich mit diesen Aussagen, mit diesen allgemeinen Aussagen zufrieden zu geben und einfach zu schauen, wie könnte das auf dich und deine Situation passen. Das ist also jetzt mal das Hauptthema im Jahr 2018. Jetzt nehmen wir uns den Beginn vor, den Januar. Hier haben wir als Hauptthema die Verbundenheit. Das ist sehr, sehr schön, das finde ich sehr gut. Du wirst dich also so zu Beginn des Jahres 2018 mit jemandem sehr, sehr stark verbunden fühlen. Vielleicht tatsächlich mit deiner Dualseele. Wenn auch nicht mit der Dualseele, ja, wenn du einen ganz normalen, unter Anführungszeichen, Partner hast oder Partnerin hast, ihr werdet euch sehr, sehr stark verbunden fühlen. Das ist eigentlich super toll. Als Hauptthema sozusagen, also hier weniger Stress. Schauen wir uns die beiden weiteren Karten an. Hier haben wir das Problem und keck sein. Das ist natürlich oft, man sieht ja, wie hier diese Dame bei der Karte keck sein, hier diesen Mann so ein bisschen ärgert, wenn er gerade so bei der Arbeit ist. Ja, so, ja, das keck sein einfach, jemanden mal ja, lieb und nett ein bisschen auf die Schaufel nehmen sozusagen. Ja, aber das scheint hier ein Problem zu sein. Oder dein Gegenüber nimmt das Ganze vielleicht auch zu locker, ärgert dich vielleicht auch ein bisschen, meint das natürlich ja, humorvoll und vielleicht auch ein bisschen lustig, aber bei dir kommt es wahrscheinlich nicht so lustig an.
Ja, und das scheint für einen von euch beiden, je nachdem, wem es betreffen wird, schon ein größeres Problem zu sein. Ihr beide fühlt euch miteinander verbunden, aber der eine wird wahrscheinlich immer wieder so, ja, neckisch auch sein, ja, vielleicht auch mal einen Humor an den Tag legen, den du vielleicht nicht so wahnsinnig toll findest. Ja, und das ist eben so das Problem bei euch. Aber nichtsdestotrotz, egal wer jetzt wen hier neckt, seid ihr euch trotzdem sehr, sehr stark verbunden. Also hier scheint der Jahresbeginn schon ein bisschen, ja, geprägt von kleineren Problemchen. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist einfach so, ihr kennt ja sicher das Sprichwort, wer sich liebt, das neckt sich. Und so würde ich das Ganze jetzt sehen. Kann auch wirklich mal sein, dass ihr das oder einer von euch beiden das als Problem ansieht, aber nichtsdestotrotz seid ihr beiden sehr, sehr stark miteinander verbunden. Schauen wir uns jetzt den Februar an. Hier haben wir als Hauptthema Kontraktion. Hier geht es darum, ja, um Verletzungen, dass man sich hier quasi so wie diese Person einigelt und alles Mögliche um sich herum als Angriff sieht, Angriff auf die eigene Person. Das kann jetzt natürlich, kannst jetzt natürlich du sein, ja, dass du hier dazu neigst, dich zurückzuziehen. Ja, Leute als Angriff sehen, ja, dass du hier weniger guten Zugang zum Beispiel zu deinem Wunschpartner oder Partner hast, ja, dass du dich einfach immer mehr zurückziehst oder dein Gegenüber, dass du momentan oder dein Gegenüber im Februar dann in einer Situation sein wird, wo in der Liebe sehr, sehr vieles sehr schnell auch zu viel wird. Während der Januar natürlich schon so, seine positiven Seiten hat. Es kann natürlich auch sein, dass hier jemand das mit diesem Necken übertreibt, ja, und dass sich das dann auf den Februar auswirkt und man sich dann eben zurückzieht, weil man vielleicht auch wirklich von diesen, ja, kleinen Ärgereien vielleicht auch die Schnauze voll hat, ja, wenn man jetzt die beiden Monate in Verbindung bringt. Ansonsten sagt diese Karte, dass hier sehr, sehr vieles sehr schnell zu viel wird in der Liebe und dass man sich hier eben einfach auch ja, zurückzieht und dass das natürlich, das ist ja eine Karte der Falle. Ja? Das ist jetzt hier keine Karte, wo man sagt, okay, der Rückzug wäre gut und positiv, sondern da steckt dahinter eine Falle. Denn wenn man in dieser Kontraktion ist, kann man natürlich auf seine Umwelt nicht so reagieren, wie man das vielleicht gerne möchte. Man ist vielleicht auch sehr schnell beleidigt oder man beleidigt selber sehr, sehr schnell. Ja, also hier der Februar scheint ein sehr emotional anstrengender Monat zu sein. Dann haben wir die weiteren Karten. Die Unabhängigkeit und Angst vor Bindung. Das ist ja quasi wieder Thema für Dualseelen vor allem. Und hier geht es auch darum, dass man unabhängig sein möchte, entweder du oder dein Gegenüber, weil man doch irgendwie Angst hat, sich festzubinden. Derjenige denkt hier, man hat hier, wenn man in eine Partnerschaft geht, die Fesseln werden da einem angelegt. So denkt derjenige oder vielleicht denkst du so, wenn es dich betrifft. Und das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum man sich zurückzieht oder vielleicht etwas heftiger reagiert, warum man den anderen als Angriff sieht, auch wenn der vielleicht gar nichts gemacht hat, ja, nur man empfindet momentan alles als Angriff auf die eigene Person, weil man ein Stück weit die Unabhängigkeit nicht aufgeben möchte und weil man Angst vor einer tiefen und festen Verbindung hat. Und deswegen zieht man sich auch ein bisschen zurück und lässt hier sehr, sehr wenig an sich heran. Ja, also der Februar, ja, ein bisschen ein schwieriger Monat. Wäre aber natürlich oft, ist es so eine typische Kombination, wenn es um Dualseelen geht. Da gibt es diese Themen immer und immer wieder. Wundert mich jetzt auch nicht, dass hier das jetzt auch hier so in den Karten liegt. Und es kann natürlich nicht alles rosarot sein. Schauen wir uns den März an. Da haben wir
Schwert des heiligen Feuers. Also hier ist das wieder so eine Problemkarte unter Anführungszeichen, dass es hier, dass man ja an den eigenen Schmerz vielleicht auch herangeführt wird. Vielleicht du, vielleicht dein Gegenüber. Das muss nicht immer dich persönlich repräsentieren, kann natürlich, oder einfach auch dein Partner oder Wunschpartner. Das wäre dann natürlich eine Folge vom Februar, wenn wir hier die Unabhängigkeit, die Angst vor der Bindung haben, dass das natürlich auch Schmerz ist für einen selber, wenn man gerade hier diese Thematiken vor allem durchlebt, wenn man selber Bindungsängste hat. Und da geht es einfach, ja, dass einem das schon auch schmerzt, gewisse Dinge. Und jetzt nehme ich natürlich die beiden weiteren Karten hinzu, um hier nähere Hinweise zu bekommen. Und zwar haben wir hier sich verlieben und loslassen. Das kann jetzt beides bedeuten. Entweder wirst du aufgefordert, hier jemanden loszulassen, weil vielleicht jetzt in dieser Zeit nicht der richtige Zeitpunkt ist, das kann man sagen, oder es ist jetzt an der Zeit, weil die Karte Loslassen ist ja eine Heilungskarte, diesen Schmerz, den man empfindet, in die Heilung zu bringen, diesen Schmerz auch loszulassen und ihr beide hält hier quasi dann an diesem Herz fest. Ihr beide seid ineinander verliebt und was jetzt wichtig ist, diesen Schmerz loszulassen. Je nachdem, was für dich dann stimmiger ist. Entweder bist du oder wirst du dann unglücklich verliebt sein und du musst dieses Gefühl loslassen, weil vielleicht hier das nicht so ist, wie du dir das vielleicht geglaubt hast, oder es ist tatsächlich so, dass ihr beide oder einer von euch sehr viel Schmerz auch noch in sich hat, vom vorherigen Monat natürlich, da haben wir ja auch Rückzüge, Ängste, ja, und dass einfach hier jetzt im März das Thema Heilung, Loslassen von diesem Schmerzthema sein wird, damit es in eine gute Richtung gehen kann. Ich persönlich würde das jetzt hier als positiv sehen. Ich würde hier so sagen, dieser Schmerz, der hier auch Februar, März entsteht, ja, so Anfang des Jahres, kann natürlich sein, dass hier diese Neckereien, dass sie die dann natürlich ja, intensivieren vielleicht und irgendwann reicht es einem dann und das dann zieht man sich zurück und empfindet ein bisschen Schmerz, weil man doch vielleicht nicht so recht sich traut, in diese Bindung gehen. Also ich würde jetzt, wenn man jetzt die gesamte Legung jetzt mal so betrachtet, würde ich sagen, okay, im Januar so kleine Neckereien, die sich aber schon zum Problem hin tendieren. Ja, und das Problem scheint dann in den darauffolgenden Monaten größer zu werden. Aber im März haben wir dann die Chance, diesen Schmerz in die Heilung zu bringen. Oft ist es so, dass jemand anderes dich neckt mit irgendetwas, wo dein Gegenüber dich antriggert und dein Gegenüber hat das vielleicht nicht so gemeint. Er weiß nicht, was das in dir auslöst. Ja, oder umgekehrt, dass du vielleicht jemanden irgendetwas sagst, was du vielleicht auch so nicht meinst, das hast du vielleicht neckisch gemeint, aber dein Gegenüber fasst das anders auf und weil du ihn dadurch etwas antriggerst, aber da kannst du ja nichts dafür. Ja, das machst du ja nicht mit Absicht, nehme ich mal an. Aber auch dein Gegenüber nicht. Und das scheint sich hier so hoch zu schaukeln, wo dann wirklich so im März, also so Frühling herum, schon eine Chance auf Heilung besteht. Aber vorher muss man natürlich in diesen Schmerz durch, denn man kann ja nicht wissen, was zu heilen ist, wenn man den Schmerz nicht erlebt. Ja, dann weiß man nicht, wie sich Heilung anfühlt. Also würde ich das hier, diese drei Karten schon als sehr positiv sehen, dass hier wirklich auch eine Veränderung stattfinden wird. Der April sagt uns das Hauptthema Sucht. Okay, hier geht es also um Süchte, kann natürlich jede Art von Sucht sein, es kann aber auch die Sucht nach jemand anderen sein. Und das ist ebenfalls eine Problemkarte. Entweder gibt es hier wirklich Alkoholsucht, Drogensucht, es gibt auch die Sucht, Kartenlegerlines anzurufen, es gibt alles Mögliche an Sucht. Oder natürlich auch die Sucht zu einem Menschen. Alles in allem, egal um welche Sucht es sich handelt, ist das hier eine Problemkarte?
Karte. Und das ist auch so, man fühlt sich ein Stück weit auch abhängig, wenn dein Gegenüber tatsächlich deine Dualseele ist. Ja, dann hat man oft das Gefühl, man kommt nicht los, weil man ein Stück weit abhängig ist. Oder so denkt man zumindest. Dann haben wir hier das Risiko und die Kommunikation. Also es geht auch darum, etwas zu riskieren. Und natürlich die Kommunikation, dass ihr beide vielleicht über dieses Thema Sucht sprecht und dass ihr beide hier ein Risiko eingeht, indem ihr wirklich über dieses Problem sprecht. Denn oft möchte man natürlich über gewisse Süchte nicht sprechen. Zum Beispiel ein Alkoholiker möchte vielleicht auch nicht über seine Alkoholsucht sprechen. Das ist oft ein Risiko, was man da eingeht, wenn man wirklich offen und ehrlich über seine Sucht spricht. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Hier geht es also um das Thema Sucht und es zu riskieren, darüber zu sprechen. Und wenn da jetzt hier keine Alkoholsucht oder sonst was ist, sondern einfach nur das Befinden, dass man sich ein Stück weit abhängig fühlt zum anderen, ist es trotzdem für euch dann wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Es wird sehr viel Mut von euch auch verlangt, aber das wird so das Hauptthema im April sein, über Co-Abhängigkeiten ein Stück weit auch zu sprechen. Sehr, sehr interessant. Schauen wir uns den Mai an. Hier haben wir die Vergangenheit verzehren. Also man sieht ja hier, wie diese Person da in den Brunnen reinsieht und quasi hier noch an die Vergangenheit denkt, an die Vergangenheit ist, die Vergangenheit ist immer wieder noch präsent. Ja, auch das ist eine Problemkarte. Also im Mai kann man sagen, wird man sich hier mit vergangenen Themen noch auseinandersetzen. Sei es jetzt mit einer vergangenen Partnerschaft, mit Eltern, was vielleicht gewesen ist in der Vergangenheit. Das ist völlig egal, um welche Themen es sich jetzt handelt. Im Mai geht es darum, dass man sehr, sehr stark noch an die Vergangenheit denkt und dass vergangene Themen hier auch hochkommen werden. Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Das sagen uns diese beiden Karten. Die Desisolierung und die Falle. Okay, das steht auch immer dafür, dass sich jemand ein Stück weit isoliert. Desillusionen steht hier oben, dass hier jemand den anderen anders sieht. Denn man sieht hier, wie diese Frau diesen Ritter quasi sieht. Und dahinter steckt zum Beispiel der Partner oder Wunschpartner. Du siehst hier quasi etwas, was vielleicht so auch nicht vorhanden ist bei deinem Gegenüber oder dein Gegenüber stellt dich auf einen Sockel. Ja, und sieht nur das Schöne. Natürlich, es hat jeder Schattenseiten. Und das ist aber auch eine Falle. Und weil wir hier die Karte der die Vergangenheit noch haben, kann es sein, dass du, dass viele Themen aus der Vergangenheit hochkommen, dass du vielleicht in diesem Monat dann merken wirst, wo du einer Illusion hinterhergelaufen bist, schon in der Vergangenheit, und dass du das eben auch in die Heilung bringst. Und mit der Karte Falle, man sieht ja hier, wie diese Frau eingesperrt ist. Es kann auch sein, dass du dich hier gefangen fühlst in einer Illusion. Es kann auch sein, dass du dir vielleicht auch immer wieder einredest, das ist alles nur Illusion. Das ist natürlich auch möglich. Möglich ist, dass du hier wirklich in der Liebe Dinge vielleicht schöner siehst, als sie vielleicht sind, oder dass sich jemand schöner präsentiert, als er ist. Das kann natürlich auch sein, dass hier sich jemand von der allerbesten Seite zeigt. Aber ich sag mal so, jeder hat auch Schattenseiten. Und egal, ob du jetzt hier Themen aus der falschen Perspektive siehst oder dass sich jemand anders präsentiert, ist und bleibt das trotzdem hier so eine Falle. Man hat das Gefühl, hier in eine Falle getappt zu sein, dass sich jemand vielleicht auch nicht so gibt, wie er tatsächlich ist, oder dass du vielleicht auch immer wieder glaubst, das Ganze sei nur eine Illusion. Ja, eine Illusion aus der Vergangenheit. Vielleicht hast du schon sehr, sehr lange dann auch immer wieder gedacht, dass das Ganze eine Illusion
ist. Ja, aber nichtsdestotrotz sind das hier Problemkarten. Es kann auch sein, dass du, weil wir eben die Vergangenheit haben, in der Vergangenheit immer wieder an Männer oder Frauen geraten bist, wo du immer geglaubt hast, das wird was und das ist das Perfekte und das war eine Illusion. Und jetzt mit deinem Gegenüber hast du wieder Angst, dass du genau wieder in diese Falle tappst, indem du glaubst, dass dies nur eine Illusion ist. Oder es kann auch dein Gegenüber sein, dass dein Gegenüber glaubt, das sei alles nur Illusion. Lass dich einfach überraschen, was hier dann tatsächlich auf dich zutrifft. Dann haben wir Januar, Februar, März, April, Mai, den Juni. Und hier haben wir die Transformation. Das ist gut. Das Transformation ist immer gut. Das heißt, das, was in den vorherigen Monaten nicht so gut war, mit der Vergangenheit, mit der Sucht, mit der Illusion, die man vielleicht glaubt, ja, wird es eine Transformation geben. Du wirst im Juni sozusagen in der Liebe eine Transformationsphase haben. Und dann haben wir noch die Karte vollkommene Hingabe und falsche Entscheidungen. Also es kann durchaus sein, dass du hier falsche Entscheidungen treffen wirst. Aber wir haben hier die Transformation. Das heißt, auch wenn du vielleicht falsche Entscheidungen triffst, wirst du das sehr, sehr schnell auch merken. Weil ja, auch falsche Entscheidungen sind im Leben für etwas gut. Denn woher soll man wissen, was die richtige Entscheidung ist, wenn man nicht lernt, wie es sich anfühlt, eine falsche Entscheidung zu treffen? Ja, hier haben wir die vollkommene Hingabe. Es kann auch sein, dass jemand, du oder dein Gegenüber, es als falsch sieht, sich hier vollkommen hinzugeben. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht hast du auch eine ganz andere Deutungsvariante, wenn du dir diese beiden Karten ansiehst. Ich sage dir ja nur das, was ich in dem Moment auch reinbekomme. Aber auch wenn es so ist, dass jemand es als falsch sieht, dass man sich vollkommen hingibt, wird dieses falsche Denken oder wenn man das Gefühl hat, es sei eine falsche Entscheidung, geht in die Transformation. Das ist ja das Hauptthema. Und das ist ja eigentlich schon mal sehr, sehr gut. Im Juli haben wir als Hauptthema einen Bruch herbeiführen. Also hier kann es durchaus ja, ein Kontaktabbruch sein, eine Trennung sein. Ob das jetzt für immer ist, das sagen uns ja dann die weiteren Monate. Ja, aber wenn man jetzt hier diese Karte der falschen Entscheidung mit einbezieht vom Monat davor, kann es schon sein, dass hier jemand tatsächlich die Entscheidung trifft, hier einen Bruch herbeizuführen. Aber wie gesagt, wir haben die Transformation. Das wird vielleicht auch gut sein, eine kurzweilige Trennung, damit ihr beide quasi ja in die Transformation geht. Also ich würde jetzt hier diese Trennung nicht als wahnsinnig schlecht empfinden. Dann haben wir hier noch glücklich sein und die Dürre. Also man hat hier vielleicht das Gefühl, dass man sich ausgelaugt, ausgetrocknet fühlt, dass man sich eben nicht so glücklich fühlt. Und deswegen kann es durchaus sein, dass man sich zurückzieht. Aber wenn man jetzt die gesamte Legung jetzt mal so betrachtet, wenn wir uns die Ereignisse davor ansehen, haben wir die falsche Entscheidung. Also es kann durchaus sein, dass hier die Entscheidung sein wird, sich kurz zurückzuziehen, weil man sich ausgetrocknet, ausgelaugt fühlt, weil man sich eben nicht mehr glücklich fühlt. Aber wie gesagt, der Bruch wäre dann gut meines Erachtens, weil dann eben eine Transformation stattfinden kann. Im August haben wir deine Gabe geben. Also es wird hier sehr, sehr wichtig sein, dass du deine Gaben lebst. Sei es jetzt spirituell, sei es egal, welche Gaben du hast, ja, du wirst hier aufgefordert zu geben, ja, also jetzt nicht zu nehmen, sondern zu geben. Das wird für dich im August sehr, sehr wichtig sein. Vielleicht arbeitest du spirituell, es ist auch egal, was du machst. Du wirst hier in der Liebe der gebende Part sein. Und dann haben wir die Romantik und die Angst. Also du wirst hier schon romantisch sein, du wirst auch in Aktion gehen, was deinen Partner oder Wunschpartner betrifft, aber du wirst auch ein bisschen Ängste haben. Das ist klar, wenn hier der Bruch
davor liegt, ja, wo wir ja wissen, dass es eine falsche Entscheidung wäre, ist es natürlich, hast du natürlich Angst, wie du dann ankommst bei deinem Gegenüber, wenn du hier wieder auf deinen Gegenüber zugehst. Das ist klar. Auch dein Gegenüber kann auch ein bisschen Angst haben vor dieser Romantik. Ja, aber du als Zuschauer wirst hier sozusagen der gebende Part sein, nachdem hier diese kurzweilige Trennung stattgefunden hat. Es kann aber natürlich sein, weil wir haben ja hier einen Bruch herbeiführen, dass etwas anderes in die Brüche geht. Es kann dich jetzt mit deinem Gegenüber betreffen, dass ihr beide Kontaktabbruch, Trennung habt oder etwas anderes wird in die Brüche gehen. Aber Grund dafür wird auch sein, dass man sich eben nicht mehr so wohl fühlt. Aber hier wirst du eben wieder der gebende Part sein, auch wenn du Ängste haben wirst. Im September haben wir abwehrendes Verhalten. Okay, entweder wehrst du hier jemanden ab, oder du wirst abgewehrt. Ja, kann also hier auch eine Folge dessen sein, die Gabe geben. Ja, dass man hier auf ein abwehrendes Verhalten treffen wird. Es kann es, wie gesagt, auch du sein, ja, dass du hier jemanden abwehrst. Und dann haben wir die Regeln und die Einsamkeit. Also Regeln und Einsamkeit ist ja eine Problemkarte. Und da geht es einfach darum, dass man sich hier eine lange Liste an Regeln gemacht hat, wo man sich eigentlich dann auch einsam fühlt. Ja, weil man nur nach Regeln lebt und das führt auch hin und wieder mal zur Einsamkeit. Ja, vielleicht hast du dir auch Regeln aufgelegt. Kein Mann mehr mit Bindungsangst oder was weiß ich was. Und im Endeffekt haben wir hier die Einsamkeit liegen. Aber auch wenn hier ein abwehrendes Verhalten, entweder jetzt von dir oder deinem Gegenüber, Partner oder Wunschpartner, ein abwehrendes Verhalten an den Tag gelegt wird, weil man es sich vielleicht zur Regel gemacht hat, bis in alle Ewigkeit einsam zu sein. Ja, da gibt es ja auch diese Sprüche, ich bleibe bis ans Ende meiner Tage alleine. Und da merkt man aber schon, dass man da vereinsamt ein Stück weit. Ja, also hier kann es durchaus sein, dass entweder du hier jemanden abwehrst, weil du vielleicht sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich bleibe bis ans Ende meiner Tage alleine. Das habe ich mir sozusagen zur Regel gemacht. Das ist jetzt meine Regel. Oder jemand möchte nur, dass du nach seinen Regeln lebst und der Gegenüber wird dann auch merken, dass er hier ziemlich vereinsamen wird, weil natürlich keiner nur nach den Regeln der anderen lebt. Das ist natürlich auch möglich. Hier also im September eher so ein abwehrendes Verhalten und ja, schon ein sehr, sehr schwieriger Start in den Herbst. Im Oktober haben wir die Verschmelzung. Das ist ja ein schönes Wort, vor allem wenn es um die Dualseelen geht. Und nichtsdestotrotz, vergesst bitte nicht, wir haben als großes Hauptthema eine Überraschung. Also auch wenn es sehr schwierig wird dieses kommende Jahr, haben wir trotzdem die Überraschung hier liegen. Hier im Oktober haben wir das Thema Verschmelzung mit deinem Gegenüber. Also man nähert sich hier quasi wieder an. Und dann haben wir die Intimität und die Täuschung. Okay, es kann also sein, dass hier eine Verschmelzung vor allem auf sexuelle Ebene stattfindet. Dass dich hier vielleicht jemand täuscht, dir vielleicht Honig ums Maul schmiert, um hier quasi wieder mit dir intim zu werden, nachdem sich hier vielleicht dein Gegenüber zurückgezogen hat. Dass er hier wieder auf dich zukommt, und dir vielleicht auch hier etwas vormacht, um mit dir hier quasi wieder Intimitäten haben zu dürfen. Denn wir haben ja auch hier die Karte der Affäre. Ja, das ist natürlich auch ein Hauptthema. Also sieht man hier schon eine Verschmelzung vor allem auf sexueller Ebene, aber da ist die Täuschung dabei. Also jemand versucht dich dann ein bisschen zu täuschen, vielleicht auch Geschenke zu machen, um dich quasi hier wieder ein bisschen weich zu kochen. Im November, jetzt neigen wir uns dem Ende zu, haben wir den Angriff. Okay, wer auch immer hier auf Angriff geht, es ist trotzdem eine Problemkarte. Kann auch sein, dass man sich angegriffen fühlt, ist natürlich auch möglich.
Und wir haben hier die Karte Wahre Liebe und richtiger Zeitpunkt. Und mit diesen Karten würde ich jetzt sagen, dass hier der Angriff keine Problemkarte ist, sondern man geht jetzt quasi auf Angriff. Denn es ist die wahre Liebe und jetzt im November nächsten Jahres wird offensichtlich der richtige Zeitpunkt sein, endlich durchzustarten in der Liebe mit dem Partner, mit dem Wunschpartner. Bis Ende des nächsten Jahres sieht man schon sehr viele Problemchen, Rückzüge und so weiter und so fort. Aber dann geht man hier quasi auf Angriff. Also ich würde hier den Angriff jetzt nicht als negativ werten. Jetzt wird dann der richtige Zeitpunkt sein, denn es ist die wahre Liebe. Und dass das vielleicht auch dann schon die Überraschung sein wird. Denn hier sehen wir ja die langsame Annäherung wieder, auch wenn dich hier versucht, jemand zu täuschen. Es ist natürlich die sexuelle Anziehungskraft natürlich da, das ist natürlich klar. Aber hier Gott sei Dank die wahre Liebe und der richtige Zeitpunkt, das jetzt endlich auch in Angriff zu nehmen. Im Dezember haben wir das süße Leben. Na, das ist schön. Also du wirst das Leben in vollen Zügen mit Partner oder Wunschpartner genießen dürfen. Und dann haben wir die Naivität und Vergnügen. Naivität ist ja natürlich eine Problemkarte, aber wir haben auch eine Glückskarte dabei. Jetzt würde ich sagen, so die Naivität wird ein bisschen dadurch gemindert. Natürlich, hin und wieder ist man auch naiv, aber wir haben hier Vergnügen und das süße Leben. Das heißt, du wirst auch ein Stück weit, zwar nicht zu naiv sein, sondern einfach sagen, ach, was soll's, ich genieße jetzt einfach mal das Leben, ohne darüber nachzudenken, was jetzt in Zukunft passieren wird. Das kann vielleicht ein bisschen naiv sein, ja, aber ich würde sagen, gegen Ende des Jahres 2018 wirst du hier das Leben auch genießen dürfen, du wirst es auch genießen. Also wenn ich jetzt die Gesamtlegung mir ansehe, ja, scheint es so Anfang des Jahres holterdiepolter beginnen, dann natürlich auch kann es zu einer Trennungssituation kommen, wo man einander vielleicht auch ein Stück weit abwehrt, aber dann so gegen Ende des Herbstes, Anfang Winter 2018 sieht man schon die Verschmelzung, wenn auch vorerst auf der sexuellen Ebene, aber dann der richtige Durchbruch in der Liebe für dich mit Partner oder Wunschpartner so gegen Ende 2018. Und dass das eben hier dann die große Überraschung ist, denn hier steht ja auch oben, damit hast du nicht gerechnet. Also du wirst Anfang bis ja, fast Ende des Jahres 2018 Situationen haben, wo du einfach mit einer positiven Wende nicht mehr rechnest, aber dann wird sie kommen, dann wird auf Vollangriff gegangen und der Neuanfang wird kommen und das wird für dich dann eine richtige Überraschung sein. Jetzt vielleicht auch nicht mehr, weil du das jetzt vielleicht auch schon ein Stück weit so mitnimmst und im Hinterkopf behältst. Aber nichtsdestotrotz, wenn du vielleicht im Jahr 2018 das Gefühl hast, dass hier dass keine gute Basis mehr hat, um sich weiterzuentwickeln, wirst du eines Besseren belehrt. Auf jeden Fall gegen Ende 2018 geht es dann in Richtung Partnerschaft, würde ich sagen. Ja, denn wahre Liebe, richtiger Zeitpunkt, wäre natürlich eine Partnerschaft nicht mehr weit. Davor wird es allerdings sehr, sehr holprig werden, aber das Leben ist nun mal so. Aber der gute Ausgang wird für dich kommen, wenn dieses Orakel für dich bestimmt ist. Also jetzt gebe ich nochmal diese Information, wenn du genau diese Legung in diesem Ausmaß, in dieser Länge auch für dich individuell haben möchtest, nutze einfach bis kommenden Freitag die Aktion, die Videolegung um 50 Euro statt 70 Euro oder per Mail um 35 Euro statt 40 Euro. Da bekommst du in diesem Ausmaß deine Jahreslegung für 2018. Das war jetzt mal die allgemeine Jahreslegung. Vielleicht wird hier einiges auf dich zutreffen. Vielleicht schaust du dir das im Jahr 2018 hin und wieder mal an, um zu schauen, was hat denn so gepasst. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dieses Video anseht. Vielleicht gefällt es euch. Vielleicht wollt ihr auch für euch eine Legung buchen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ja, tschüss!